Liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher, ich freue mich sehr, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung von Sachsen-Anhalt in diesem Jahr eine Veranstaltungsreihe zu europäischen Filmen organisiert. Dabei können eben auch politische Sachverhalte in Europa dargestellt und zur Diskussion angeregt werden. Herzlichen Dank, dass ihr heute ins Burgtheater gekommen seid, um den Film Sturm anzusehen. Diese deutsch-dänische-niederländische Kooperation behandelt die Schwierigkeiten der gerichtlichen Aufarbeitung von Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien. Und es ist sehr wichtig, diese schlimmen Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu thematisieren. Und im vergangenen Jahr haben wir im Europaparlament eine Resolution zum Gedenken an das Massaker in Srebrenica verabschiedet, wo 8000 bosnische Muslime von bosnisch-serbischen Truppen in der UN-Schutzzone umgebracht wurden. Das war ganz klar Völkermord. Das ist gut und richtig, dass das Europaparlament 20 Jahre nach dem Massaker endlich dafür klare Worte gefunden hat. Ich wünsche Ihnen und euch ein interessantes Kinoerlebnis und eine gute Diskussion mit dem Vorsitzenden der AG Sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen in Sachsen-Anhalt, Herrn Dr. Tino Kleinert. Herzliche Grüße aus Straßburg und einen guten Abend, euer Anna Dietz.